Salut aus drei Kanonen. Da ist sie wieder. Miau, Milady. Hallo. Schön, dass wir nebeneinander koexistieren können, ohne dass wir uns an die Gurgel springen. Neue Kostüme freigeschaltet. Ist das denn zu glauben? Jemand hat mich unter falschem Namen gehashtaggt. Wie unhöflich. Wie hat er dich denn genannt, Marmelade? Lady Marmelade. Die wird jetzt richtig sauer sein. Mal sehen, ich muss gerade ausmachen, wo wir den Händler haben, aber da muss ich halt das ganze Ressort wieder zurücklaufen. Einfach nur, um zu schauen, welche Kostüme. Ich hoffe, ich sehe nicht aus wie Lady Marmelade danach. Jetzt sage ich es immer falsch. A-Test. Da klettere ich hoch. Hey, du hast jede Seite in dieser Welt gefunden. Ich habe an etwas Besonderem für dich gearbeitet. Eine Art Souvenir. Komm in meinen Laden und sieh es dir an. Dann zeig mal, was du gestrickt hast. Yo, Lucky, diese Party ist der Wahnsinn, Mann. Und die Mode macht mindestens die Hälfte davon aus. Sieh dir das an. Das sieht tatsächlich so... Das ist fürchterlich. Miaunomontale Mähne. Aber ich werde es... Man kann es halt kaufen, ja. Was, dieses alte Ding? Ja, dieses alte Ding. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben. Also das Schlimme wird jetzt halt auch sein, dass dieser Bosskampf ziemlich heftig ablaufen wird zwischen den beiden. Also ich meine, wenn die beiden wie eine Diva aussehen, ja, das wird ziemlich kratzig. Wir teilen uns leider das Outfit. Die wird komplett niedergehen, ja. Also ich mach mal das Ding da auf. Gilly Island. Ihre Party hat noch nicht einmal begonnen und die Bewertungen meines Ressorts im Internet fallen bereits ins Bodenlose. Brutal. Da ist ein Diamant hinter dir. Ich schenk dir was. Na, Postbote. Mann, Gil dreht richtig durch. Lady M hat den Tanzsaal übernommen und hält die Gäste des Ressorts durch ihre hypnotischen Beats gefangen. Das nenne ich mal ein gefesseltes Publikum. Jemand muss diese armen Urlauber retten und die Bewertung von Gil aufrechterhalten. Du musst da hinein und sie ruhig stellen, Lucky. Ich, warte hier draußen auf dich, okay? Menschenmengen machen mich nervös. Ja, aber die ganze Zeit jammerst du herum, dass niemand mehr daheim ist. Ich gehe da jetzt rein. Lady Miau, Milady, ich komme. Ich bin nicht enttäuscht, weil du meine Party ruiniert hast. Ich bin auch gar nicht enttäuscht, dass absolut nichts nach Plan gelaufen ist. Ich bin nicht wütend, weil alles rund um mich herum falsch läuft. Es kümmert mich nicht einmal, dass er nicht aufgetaucht ist. Ich hab es so satt. Hey, Mr. DJ, dreh mal lauter. Wir bringen diesen Dancefloor zum Knistern. Oh, die ist leider angespannt. Wer ist denn nicht aufgetaucht? Etwa der Paps. Oder der eigene Bruder. Ich weiß nicht, wie in welchem Verhältnis ihr steht. Da geht's immer weiter. Jetzt gibt's nur noch zwei Flächen. Na, Lady Miau Milady. Okay, ich kann ihr noch nicht schaden. Die wird jetzt erstmal mit dem Laser spielen. Reflektierende Strahlen. Noch ist es harmlos. Ich kann hier einfach stehen bleiben, ja, bis sie fertig ist mit dem ganzen Gespiele. Tja, da hat's dich ziemlich erwischt. Jetzt hörst du dich aber falsch an. Nochmal. Und weil es so schön war, noch ein drittes Mal. Hat sie den ganzen Fuchsschweif abgekriegt. Ich habe ja gesagt, wenn die beiden wie der Diva angezogen sind, ja, da fetzt es ordentlich. Ja, das ist eine bessere Fläche, aber dafür sind jetzt auch Gegner hier. Und die Hummeln tanzen mit.
Den mache ich auch mal unschädlich. Ich kann das nicht brauchen hier, wenn er angreift. Und Gott, sage ich, ich bleib hier stehen. Da gucke ich mal einfach nur ins Bild. Da passiert mir absolut nichts. So, jetzt kommt die Disco-Kugel wieder. Ah, jetzt kommen die Flächen auch noch mit. Jetzt kann ich nicht mehr so frei herumstehen, wie ich möchte. Aber noch sind sie ziemlich verhalten, was sie da ausprobieren. Das ist schlecht, das kriege ich nicht. Da bin ich jetzt voll in sie reingesprungen. Das war eine ziemlich schnelle Drehung für die Lady. Jetzt gibt es nur noch die eine Fläche. Die eine oder keine. Immer schön in die Kamera blicken. Da sind ein paar Tanzsklaven. Tja, habe ich mal einen abgefeuert. Noch einer weniger. Die sind von selbst geplatzt. Da ist die Kugel wieder. Jetzt geht's hier richtig ab. Ich gehe da mal rüber, bevor es hier brennt. Ja, ich habe es nicht ganz geschafft. Da war ich leicht versenkt. Jetzt muss ich echt aufpassen, ja. Okay, das untere Eck. Da hat sie ein bisschen zu viel gewollt. Oh, da schwingt sie. Das nenne ich einen Paukenschlag. Also gut, dann nimm eben die Seite. Ich brauche sie nicht. Ich könnte ein ganzes Buch voller Seiten finden, wenn es nur nötig wäre. Du glaubst jetzt schon, ich sei berühmt? Warte mal bis zum Remix. Ich werde mich zurück an die Spitze krallen und euch alle überstrahlen. Genießt deine 15 Minuten im Rampenlicht, Kätzchen. Mein nächster Song wird dir echte Schwierigkeiten bringen. Und ihm auch. Das verschmähte Herz einer Lady. Lady M? Postkarte für Lady M? Was soll das heißen? Sie ist abgehauen. Tolles Timing, die Nachricht war dringend. Hey M, ich weiß, wie viel dir diese Party bedeutet hat. Es tut mir so leid. Ich bin leider momentan beschäftigt. Immer noch dein größter Fan. Unterzeichnet mit Lukas S. oder so irgendwie. Der Buchstabe ist nass geworden und die Tinte ist zerflossen. Ich hätte wohl eher mit dem Surfen aufhören sollen, ha? Huh? So haben wir auch dieses Kapitel hinter uns gebracht. Da wird es jetzt schnell kalt.